Das Ende der Sowjetunion. Ende Dezember 1991 hörte die Sowjetunion relativ klanglos auf zu existieren. Zu diesem Zeitpunkt hatten die baltischen Republiken ihre nationale Unabhängigkeit schon wieder erlangt. Im Dezember 1991 beschlossen die russische, ukrainische und belarussische Sowjetrepublik per Abkommen, die Sowjetunion aufzulösen. Und die Mehrheit der verbleibenden Sowjetrepubliken schloss sich dieser Entscheidung an. Am 25. Dezember 1991 trat Michail Gorbatschow als der Präsident der Sowjetunion zurück. Vor dem Kreml wurde die sowjetische Flagge durch die russische Flagge ersetzt. Und damit trat die Russländische Föderation, so ihr offizieller Name, die internationale Rechtsnachfolge der Sowjetunion an und übernahm auch den permanenten Sitz im UNO-Sicherheitsrat. Wie es letztendlich in so einem kurzen Zeitfenster dazu kommen konnte, ist im Nachhinein viel diskutiert worden. Bei der Auflösung der Sowjetunion kamen zwei Prozesse zusammen. Zum einen das Ende des sowjetisch geprägten sozialistischen Systems und zum anderen das Ende des sowjetischen föderalen Modells, das trotz seines Namens eine imperiale Ordnung war. Dem formellen Ende der Sowjetunion ging ein längerer Auflösungsprozess voraus. Hierbei wirkten verschiedene politische, wirtschaftliche, gesellschaftliche und internationale Faktoren zusammen. Die Planwirtschaft war auf die Grundversorgung der Bevölkerung ausgerichtet, auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft und auf die Rüstungsindustrie. Die Produktion von Konsumgütern war keine Priorität des Systems. Mit der Ölkrise in den 80er Jahren fielen auch die Devisen fort, die für Auslandsimporte wichtig waren. Und auch der Krieg in Afghanistan war kostspielig. Die wirtschaftliche Stagnation hatte in den 70er Jahren begonnen. Die fehlende Innovationskapazität und der technologische Rückstand im Vergleich zum Westen wurde immer sichtbarer. Die Korruption war weit verbreitet und die Legitimation des Systems und der Ideologie bröckelte. Auch in der vom Wettrüsten gekennzeichneten Außenpolitik wurde der Spielraum durch die wirtschaftliche Lage immer kleiner. Allerdings ist die wirtschaftliche Stagnation nicht gleichbedeutend mit dem Zusammenbruch des Systems. Hier gilt es zu unterscheiden zwischen dem wachsenden politischen und wirtschaftlichen Druck auf das System und dem eigentlichen Zusammenbruch. Hier kommen dann Akteure, insbesondere Michail Gorbatschow, ins Spiel und auch Ereignisse wie die Tschernobyl-Reaktorkatastrophe 1986, die der Kreml zuerst vertuschen wollte. Gorbatschow wurde 1985 nur mit knapper Mehrheit zum Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion gewählt. Das heißt, er und der Weg, den er einschlug, waren damals keine zwingende Notwendigkeit. Die von Gorbatschow initiierten Reformen der Perestroika und der Glasnost waren als Reformen innerhalb des sowjetischen Systems konzipiert. Sie entwickelten dann eine Eigendynamik, die Gorbatschow nicht stoppen konnte. Gorbatschow widerfuhr das typische Dilemma eines Reformers, der selbst durch die Reformen obsolet wird. Mit dem Augustputsch 1991 versuchten Hardliner unter den Eliten, Gorbatschow zu stürzen. Dieser Versuch scheiterte vor allem an dem Widerstand des russischen Präsidenten Boris Jelzin, der sich an die Spitze der Proteste in Moskau stellte. Von jetzt an war Boris Jelzin die entscheidende Figur, die auf die Auflösung der Sowjetunion und damit auf die Unabhängigkeit Russlands hinwirkte.